Hallo Leute! Ich bin's mal wieder, euer Mr. Sasuke63 und willkommen zu einem weiteren Part zu Fallout 3. Hallo So. Stanley. Tut mir leid, dass Sie warten mussten. Was kann ich heute Ja, für die Sie tun? lassen wir mal quatschen. Ich habe diese So, und jetzt Kopfschmerzen gehen wir ja mal schon nicht raus. weggehen. Aus Und mit dem den Weg, ihr Pillen von blöden letzter Woche. Tunnelschlangen! Ja. Meine Augen sind Ich hier bin's. mal eine richtige Tunnelschlange. Könntet ihr bitte kurz Ruhe geben? Danke. Ich will Mein Gott, meinen Quatsch. Zuschauern Was ist mal das was für dich? kurz erklären. Einfach in Also, Ruhe! was wir Hör das auf, du letzte Mal gemacht Scheißidiot! haben, Dauert ist, das nicht richtig, Quatsch? na, wir haben so eine Wusstest du kleine nicht was Rückblende Besonderes? gemacht Dass und bei wir deinem haben Papa der unseren Aufseher ist? Pitboy erhalten. Gib sie ihr, Bull. Und genau so sieht er aus. Cool, oder? Oh, falsch. So. Mir machst du Und keine Angst, jetzt Wally Mac. machen die Ärger mit dem Mädchen. Was Was macht ihr denn los? da, ihr Papas Wichser? mit. I look like I want a chit-chat nosebleed? Ja, What? You want irgendwie another schon. beating? Leute, was sag ich? Was geht hier vor? Anscheinend macht's dir Spaß. Hey, das geht mich nichts an. Tunnelschlangen? Seid ihr Jungs eine Art Gang oder was? Was geht hier vor? None of your business, kid. Get out of here before you get hurt. If you mess with the tunnel snakes, you're asking for it. Got me? Boah. Boy, jetzt kriegst du eins auf die Fresse. And who are you? Her boyfriend? Ha! Keep talking like that, boy. And we'll send you back to your daddy with a few broken bones for him to fix. Lol. So, Busch, nur wir beide hier und jetzt. You've gotta be kidding me. Come on, tunnel snakes. This twerp needs another lesson. Sie ist ein Nichts, Busch. Oh mein Gott, weg hier. Leute, ich hab Angst. Boah, so, jetzt schnapp ich mir. Er schnappt den Jungs! Bitte, Schluss mit den Streitereien! Ja, komm! Bitte, Schluss mit den Streitereien. Na, schon genug abbekommen? Ha. Er braucht doch einen Schlag! Aufhören! War wohl nichts! Ich wurde getroffen! Bitte, ich wurde getroffen! Oh mein Gott, ihr wurde... Blut! Boah, ich blut, dich bring ich um, Kleiner. Komm schon, wie wär's woanders mit dem Ding da oben zu fort? Ist unsere Zeit nicht wert. Was immer du sagst, Butch. Scheiß, feige Hunde. Es leben Keine die Tunnelschlangen. Mistkerl. Na gut, gehen wir. Mistkerl. Well, you made it. All set for the goat? Nee. Trust me, it really isn't that bad. Doch ist es, ich hab Angst davor. Has to go through. Bitte lass mich in Ruhe. Oh, ich fühl... oh, ich fühle mich krank, Miss. Ich schätze, ich muss den Termin verschieben. Didn't work on your dad either, did it? Now, unless you have something else you want to discuss, take a seat and prepare for the 2274 edition of the GOAT. I'm sure you will, especially since it's multiple choice with no wrong answers. We'll start as soon as everyone's found a seat. Good luck. So. Sie wollen doch sicher nicht die erste Klasse der Geschichte sein, die am GOAT jämmerlich gescheitert ist, oder? Geil, setz ich mich hier hin. Nun, jetzt wo alle den Klassenraum gefunden haben, können wir ja endlich beginnen. Goat, ja. Bitte quatschen Sie nicht und halten Sie Ihre Augen auf bla, sich bla, selbst bla, bla, gerichtet. Bla, 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 bla. Der lacht ja, doch noch. Ich spreche mit Ihnen, Mr. Deloria. Alles klar, Mr. Brudge. Es sei denn, es hat noch jemand anders aufschlussreiche Kommentare. Dann können wir beginnen. Frage 1. Ein hektischer Vault-Wissenschaftler läuft auf Sie zu und schreit, ich werde meinen Quantenharmonisator in Ihre Photonenresonanzkammer stecken. Wie lautet Ihre Antwort? Meine Antwort auf Deutsch, bitte. aber Doktor, würde das keine parabolische Dis... Ach, verursachen? Ach ja, danke, gleichfalls, Kumpel. Sie sagen nichts, sondern schnappen sich ein herumliegendes Ohr, schlagen den Wissenschaftler damit auf den Kopf, um ihn ins Land der Träume zu schicken. Wenn Sie das richtig verstanden haben, wollte die Luft jagen.
Ja, natürlich. Sie sagen nichts und hauen ab, bevor der Wissenschaftler fortfahren kann. Was soll ich antworten, Leute? Ich bin unschlüssig. Was mache ich? Ich bringe ihn um, nein. Oder doch? Was würde ich an seiner Stelle machen? Ja, obwohl, das bin ja ich. Sorry, Leute. Ich mache einen auf klug. So. Frage 2. Während Ihrer Tätigkeit als Praktikant in der Klinik stolpert ein Patient mit einer seltsamen Fußinfektion durch die Tür. Die Infektion breitet sich mit alarmierender Geschwindigkeit aus, aber der Doktor ist mal eben rausgegangen. Was tun Sie? Ach, das ist jetzt schwierig. Er kommt drauf an. Ich kenne mich mit Ärzte-Sachen eigentlich gar nicht aus. Sie amputieren den Fuß, bevor sich die Infektion noch weiter ausbreitet. Das wäre eigentlich keine schlechte Idee. Obwohl, ich würde sagen, der ganze Fuß ist erkrankt. Deswegen bringt's das nicht. Sie rufen nach Hilfe. Sie versorgen den infizierten Bereich so gut wie möglich medizinisch. Sie beruhigen den Patienten und sehen einfach so, wie sich die Infektion ausbreitet. Sie rufen nach Hilfe. Ich kenne mich in dem nicht so gut aus, also muss ich Verstärkung holen. So. Frage 3. Sie entdecken einen jungen Burschen auf den unteren Ebenen der Wurt. Er hat Hunger und fürchtet sich, ist aber scheinbar im Besitz gestohlenen Eigentums. Was tun Sie? Ja, komm. Ey, wenn er traurig ist, dann wird sie mir ja wohl noch leid tun. Sie haben an den Jungen und sagen ihnen, dass alles in Ordnung ist. Sie konfizieren die gestohlenen Gegenstände mit Gewalt und lassen den Jungen als Bestrafung zurück. Sie stellen den Jungen das Liebesgut, um es safe zu haben, und überlassen ihn seinen Schicker. Sie bringen den Jungen in Sicherheit und melden ihn dann beim Aufseher. Ja, das würde ich sagen, das Cleverste, was man machen kann. Los. Ja. Weiter, danke. Frage 4. Glückwunsch. Sie haben es in eines der Vault 101 Baseballteams geschafft. Juhu! Welche Position bevorzugen Sie? Natürlich, Pitcher, Hitter, Catcher. Was würde ich machen, Leute? Was würde ich machen? Was ist ein Pitcher? Ah, ist das dieser Torwart da? Und Hitter ist der, der schlägt. Ich bin besser im Werfen, glaube ich. Also nehme ich Catcher. Frage 5. Ihre Großmutter lädt Sie zum Abendessen ein, reicht Ihnen dann aber eine Pistole und befiehlt Ihnen, einen anderen Vault-Bewohner zu töten. Was tun Sie? Sie fügen sich der alten Frau, töten den Ansässigen mit der Pistole. Sie bieten ihren teuersten Besitz für das Leben des Ansässigen an. Sie fragen Oma lieber nach einer Minigun. Sie möchte schließlich nicht vorbeischießen. Sie schütteln ihre Großmutter den Tee ins Gesicht. Ja. Frage 6. Wie kommt man auf der alte sowas? Mr. Abernathy hat sich mal wieder in seinem Quartier eingeschlossen und Sie haben die Aufgabe, ihn rauszuholen. Wie gehen Sie vor? Nee, nicht rein. Ich muss ihn ja, der alte Mr. hat sich wieder in sein Zimmer eingeschlossen und ihm wurde befohlen, ihn rauszuholen. Also, es geht um die Person, deswegen darf ich nicht einfach knacken, sonst kommt er nicht freiwillig mit. Also, sie bezahlen ein Vault-Gaul für sein... Nee. Sie gehen zum Waffenhaus... Nee. Die Wäsche... Nee. Sie gehen zum Waffenhaus, holen sich eine Laser und schießen das... Nee, das würde zu lang dauern. Nee, da würde ich schon Haarklammer machen. Frage 7. Oh nein, sie wurden der Strahlung ausgesetzt und aus ihrem Bauch wächst eine mutierte Hand. Oh. Welche Therapie eignet sich hier am besten? Eine Kugel in den Kopf mit großen Dosen des Anti-Mutagen-Wirkstoffs. Beten vielleicht für schon Gott, nee. Sie entfernen die Mutation mit einem Präzisionslaser. Ja, das wäre wohl das. Ach, oder? Nee. Ich würde so machen. Frage 8. Ein Bewohner der Vault 101 ist im Besitz eines Grognack der Barbar-Comic-Bands, erste Ausgabe. Sie wollen ihn unbedingt haben. Wie bringen Sie es am besten in Ihren Besitz? Sie tauschen den Comic-Band gegen... Ach, nee. Sie stellen den Comic-Band mit vorgehaltener Waffe. Sie schleichen ins Quartier des Ansässigen, stehlen ihm den Comic-Band vom Schreibtisch. Sie tröpfeln ein paar K.O.-Tropfen in die Nukola des Ansässigen und nehmen den Comic-Band, wenn er bewusstlos ist. Ja...
wenn, dann clever vorgehen. Frage 9. Sie entscheiden, es wäre lustig, Ihrem Vater einen Streich zu spielen. Sie schleichen sich ungesehen in seine Privaträume und... Sie wollen Ihrem Vater einen Streich spielen. Wenn gerade niemand hinsieht, gehen Sie in seine Privattoilette und lösen Sie die Schrauben an einigen Rohrenbänder. Nee. Nee, das würde ihn erschrecken. Brechen den verschlossenen... Nee, ganz bestimmt nicht. Dann würde er dann bräuchte er dringend ein Medikament und zack, er ist weg. Manipulieren Sie die Strom... Nee, ganz bestimmt nicht. Ja, Knarschfrosch. Frage 10. Wer ist unbestreitbar die wichtigste Person in Vault 101? Er, der uns vor der Strenge des atomaren Ödlandes beschützt und dem wir alles zu verdanken haben, was wir haben, einschließlich unseres Lebens. Der Aufseher, der Aufseher, der Aufseher, der Aufseher, ja, der Aufseher. Stifte niederlegen, allesamt. Das war's, der berüchtigte GOAT. Ich bin mir sicher, dass es für viele von Ihnen kein Thema war. Doch, die für anderen, mich schon. Nun, es gibt immer noch Stellen in der Wartungsabteilung. Vergessen Sie nicht, Ihre Tests einzureichen, bevor Sie gehen. Schon gut, alter Opa. Sie wollen wirklich nicht wissen, was mit denen geschieht, die den GOAT vermasseln. Sie haben den Rest des Tages frei, um zu feiern oder zu beten, je nach persönlicher Lage. Hey, Amato. Gott sei Dank ist das vorbei. Komm, wir gehen was essen. Juhu, Essen mit Amato, ich freue mich. So, wie habe ich bestanden? Los, sagen Sie, Doc. It says here you're perfectly suited for a career as a waste management specialist. Nee, mein Gott. Specialist, mind you. Not just a dabbler. Congratulations. Wow, das wollte ich schon immer sein. Meine Träume sind endlich wahr geworden. Ja, Müllmann. Oh mein Gott, Müllmann. Ey, Leute, stellt euch das vor, ich bin ein Spezialist. Egal, ob nur beiläufig geantwortet. Sind Sie so an den Job hängen geblieben? Das kann gar nicht sein. Dieser bescheuerte Test hat völlig daneben gehauen. Genau. Listen, I was just as obnoxious at your age. I didn't take the goat seriously. And look where I ended up. Just between you and me, the whole test is a joke. If you don't like the results, I can make your goat come out any way you want. Just let me know. Ja, genau. Juhu, ich kann ändern. Boah, Sprengstoff habe ich viel. Große Waffen habe ich viel. Nee. Wie ist das gemeint mit Rückwärts? Aha, in welchen soll ich vor allem gut sein? Wissenschaft, kleine Waffen, Schleichen. Ach nee, das hasse ich, Leute. Das hasse ich. Entscheidungen treffen, das hasse ich, Leute. Nee, Sprengstoff kann ich sehr gut gebrauchen. Große Waffen, vielleicht kann ja auch schlecht. Keine schlechte Idee. Medizin. Falschen. Dietrich. Ja, ich bin gerne Schlösserknacker. Das könnte mir noch hilfreich sein. Nee, das ist gut so. Ja, hallo. Danke, es geht weiter. So, und weg hier, weg hier, weg hier. Mir ist langweilig. Juhu, ich bin aus dem blöden Klassenzimmer. Und schon wieder eine Rückblende. 3 Jahre später. Kurz gesagt, wir sind 19 Jahre alt. Du solltest diese Dinge wissen. Du solltest diese Dinge nicht wissen, ja. Deine Hand zu halten. Aufwachen! Los, aufwachen! What the fuck? What is happening? Come on! You've got to wake up! Und wieso? Was ist los, Amato? Wie komisch, ich habe gerade erst von dir geträumt. Lass mich in Ruhe, ich versuche etwas zu schlafen. Was ist los, Amato? You've got to get out of here. Your dad is gone and my father's men are looking for you. Oh mein Gott! Was heißt hier, mein Vater ist weg? He's left the vault. I don't know how, but he's gone. And my father, he's kind of gone crazy. Oh, Scheiße! Ich habe dich doch noch nie so erschrocken gesehen. Amato, was ist passiert? Mein Vater kann die Vault nicht verlassen haben. Das ist unmöglich. Also ist Mr. Verwirrungshahn endgültig übergeschnappt. Ah, okay, Leute, ich schneide hier. Gut, Leute, wir sehen uns beim nächsten Mal bei Fallout 3. Ciao, Leute.